Dann könnt ihr euch entspannen. Und wir reisen in unser inneres Universum und fokussieren jeweils die inneren Augen, die inneren Ohren und unsere Zirbeldrüse. Du atmest ein und wieder aus. Jetzt in diesem Moment gibt es nichts für dich zu tun. Du bist ganz bei dir. Bei jeder Ausatmung entlässt du Energien, die du jetzt nicht mehr brauchst. Und bei jeder Einatmung spürst du, wie sich dein Raum ausdehnt. Du reist jetzt mit deinem Bewusstseinsfokus von außen nach innen, durch dein drittes Auge hindurch, das energetische Portal, das dich einlässt in dein inneres Universum. So strömst du hier hindurch mehr und mehr. Dein inneres Universum eröffnet sich dir in Unendlichkeit. Du bist jetzt vollkommen anwesend in deinem inneren Universum. Mit deinem Bewusstseinsfokus strömst du jetzt zu deinen inneren Augen, die sich energetisch hinter deinen äußeren Augen befinden. Bleibe innerer Beobachter und betrachte vorerst beide inneren Augen. Welche Information kommt dir entgegen? Betrachte vorerst den Ist-Zustand, ohne zu bewerten. Wenn du möchtest, kannst du eine Entscheidung treffen. Kannst dich für den Wandel entscheiden, deine inneren Augen einladen, dass sie sich so weit öffnen, wie es für dich authentisch ist. Vielleicht gibt es Unterschiede rechts und links. Bleibe Beobachter ohne Bewertung.
Wenn du möchtest, kannst du offen bleiben für all den Wandel, der jetzt geschieht. Während du mit deinem Bewusstseinsfokus weiterströmst, hin zu deinen inneren Ohren, die sich im inneren Bereich deiner äußeren Ohren rechts und links befinden. Betrachte den Ist-Zustand. Und auch hier kannst du eine Entscheidung treffen, dich für den Wandel zu öffnen. Sodass das Potenzial deiner inneren Ohren sich öffnen darf. Erlaube deinen inneren Ohren, dass sie sich so weit öffnen, wie es deinem jetzigen authentischen Sein entspricht. Erlaube dem Wandel, dass er weiter wirken darf und ströme mit deinem Bewusstseinsfokus hin zu deiner Zirbeldrüse. Lass deine Zirbeldrüse in deinem inneren Universum erscheinen. Erlaube deiner Systemintelligenz, dass sie deine Zirbeldrüse vor deinen inneren Wahrnehmungsorganen kristallisiert, sodass du sie ganz klar erkennen kannst. Betrachte den Ist-Zustand. Welches Bedürfnis hat deine Zirbeldrüse, sodass sie ihr volles Potenzial entfalten kann? Auch das lass dir zeigen. Öffne dich für den Wandel, der jetzt geschehen möchte.
Registriere jetzt, wie wach du in deinem inneren Universum gerade jetzt bist. Dehne dich aus, weite deinen Raum. Ströme aus in alle Richtungen und erkenne, du bist erwacht. Nimm diese Erfahrung mit und ströme mit deinem Bewusstseinsfokus durch dein drittes Auge, das energetische Portal zwischen deinen Augenbrauen. Ströme hier hindurch, mehr und mehr, und erwache in dem Raum, in dem sich dein Körper befindet. Erinnere dich an den Ort und an die Zeit. Spüre in deinen Körper hinein. Atme einmal tief ein und wieder aus. Und wenn du soweit bist, fange langsam an, dich zu bewegen. Und deine Augen zu öffnen.